Viele von euch haben sich nochmal den Deinosuchus gewünscht. Deswegen werden wir den heute nochmal spielen. Fangen wir mal ganz schnell einen Fisch. Und danach werde ich dann nochmal auf eine Wanderung gehen. Weil beim letzten Mal wollten wir auch eigentlich in diesen großen See wandern, aber es hat nicht geklappt. Das will ich jetzt auf jeden Fall nochmal probieren. Aber irgendwie scheitert es hier schon am Fischfang. Ah, jetzt habe ich einen, okay. Aber so habe ich zumindest schon mal ein bisschen was im Magen. Das ist ganz gut. Und jetzt werden wir noch eine Mutation lernen. Und zwar gibt es hier eine. Das müsste die hier sein. Genau, da verschwindet nämlich das Wasser 20% langsamer. Und das wird natürlich enorm helfen, dass wir diese Wanderung überstehen. Weil bei den letzten Malen sind wir ja mal verdurstet und ausgetrocknet und dann gestorben. Und ich hoffe, jetzt schaffen wir es mal. Sind auch schon direkt an der richtigen Stelle, weil hier, wenn wir hier aus dem Wasser gehen, haben wir den kürzesten Landweg. Ich hoffe wirklich, dass wir es diesmal schaffen. Ihr habt auch geschrieben, ich darf nicht unter 60% Ausdauer kommen. Das weiß ich eigentlich, aber manchmal wird man halt zu ungeduldig. Es sieht diesmal wirklich deutlich besser aus mit dem Wasser. Und die Nacht kommt auch gerade. Das ist, glaube ich, ganz gut für mich. Und dann bin ich halt ein bisschen unauffälliger. Und meine Farbe ist schon sehr, sehr hell. Ich habe die halt so ein bisschen den Gräsern da angepasst bei dem See, weil die sind auch alle eher so beige. Und ich hoffe, dann bin ich da ganz gut getarnt. Oh Gott, ist das hell, die Nachtsicht. Jetzt ist das Wasser auf Null. Ich glaube, ich sprinte auch mal los. Weil ich glaube, ein bisschen kann ich noch rauszögern. Also vielleicht sollte ich noch nicht unter 60 gehen. So, und wir ziehen durch. Wir kriegen nämlich Schaden. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt klappt. Oh nein, wir haben schon gut Schaden kassiert. Kaum noch Ausdauer. Ich will halt eigentlich den letzten Sprint nochmal so für dieses sichtbare Stück am Ufer benutzen. Deswegen spare ich gerade nochmal ein bisschen Ausdauer. Das kann nicht mehr weit sein. Bitte, 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 bitte. Wir sind auch in der Migration Zone. Das heißt, hier ist wahrscheinlich viel los. Oh nein, ein Stein. Oh, wo ist es denn? Bitte. Da vorne ist auf jeden Fall schon ein Wassersymbol. Ich glaube, ich bin halt vorne auch ein bisschen in die falsche Richtung gelaufen. Ich hätte direkt auf dieses Symbol achten müssen. Sonst hätte ich es wahrscheinlich geschafft. Ah, ich war einfach ein bisschen zu panisch und habe die Orientierung verloren. Gott, das ist richtig nah. Ich glaube, das sind Diablos, ne? Da vorne ist das Wasser. Oh mein Gott. Vielleicht schaffen wir es doch noch. Bitte, 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 bitte. Och, komm. Da war gerade das Ufer. Wir probieren es natürlich noch einmal. Gott, ich rutsche vorunter. Oh nein. Och, Gott sei Dank nicht die Beine gebrochen. Das wäre es jetzt gewesen. So, das Wasser ist wieder rot. Ich sprint aber diesmal nicht so viel. Also immer nur, dass ich so über 60 bleibe. Weil dann regeneriert sich die Ausdauer noch weiter. Ich darf jetzt nicht in Panik verfallen. Wir sind nicht mehr weit weg. Sieht, glaube ich, ganz gut aus. Oh nein, Server Restart in 5 Minuten. Aber bis dann sollte ich das eigentlich schaffen. Okay, ich müsste jetzt sauna dran sein. Ich glaube, ich kann jetzt durchsprinten. Das sollte auf jeden Fall klappen. Das Gute ist, jetzt wo es hell ist, kann man sich halt auch sehr gut orientieren, weil man die Berge auch im Hintergrund sieht. Dann weiß man halt ungefähr, wo der See ist. Ach Gott sei Dank. Da ist das Wasser. Wir haben es endlich geschafft. Diesmal sogar relativ locker. Ich würde mal versuchen, dass ich hier schnell so einen Fisch fange. Die Sicht unter Wasser ist krasser geworden. Kann das sein? Man kann viel weiter sehen. Ist natürlich doof wegen anderen Dinos, ne? Die können dann viel besser spotten. Ah, wir haben ihn gekillt. Ich hoffe, wir können ihn essen. Nein, Server Restart.
Oh, ich kann ihn tragen. Sehr geil. Ich muss eigentlich safe loggen, ne? Oh nein. Ich glaube, den Fisch können wir nicht mehr essen. Safe loggen dauert ja schon eine Minute. Ja, ich weiß nicht, ob das klappt. Okay, es ist alles gut. Wir leben noch. Müssen jetzt nur eben einen Fisch finden. Dann geht's uns wieder super. Wo ist er hin? Hä? Das ist nicht dein Ernst. Das Spiel will halt auch, dass ich schwer habe, oder? Oh, warte mal, da war doch gerade was. Oder war das... Nee, es war trinken wahrscheinlich, ne? Oh, jetzt muss ich noch einen Fisch erlegen. Ich fasse es nicht. Der schwebt aber so ein bisschen in der Luft. Okay, wir können ihn wenigstens greifen. Und er bleibt auch liegen. Oh, Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Oh, mein anderer Fisch liegt, glaube ich, auch jetzt da. Oh, jetzt geht es uns wieder bestens. Die Diäten sind auch einigermaßen okay. Aber ich glaube tatsächlich, dass es sogar eher ein Vorteil für mich ist, dass es hier so klar ist unter Wasser. Weil ich sehe dann ja die großen Dinos auf jeden Fall kommen. Und dann kann ich einfach an Land flüchten. Also ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber man wird auch hier voll gut gesehen in dem See, ne? Also auch von oben und von außen. Oh, das könnte halt ein Nachteil sein, ne? Fürs Jagen. Da bin ich dann mal gespannt, wenn wir größer sind, ob wir da Probleme haben. Oh, da vorne ist ein anderes Croc ins Wasser gegangen. Hinter mir. Es kommt auch her. Ich glaube, das will mich. Oh, dass die immer so aggro sein müssen, ne? Ja, das schwimmt mir auf jeden Fall nach, seht ihr es? Ganz toll. Ja, macht friendly, aber... Er schreibt auch. Vertraue aber hier niemanden mehr. Oh, da vorne ist auf jeden Fall was passiert. Da sehe ich Blut. Ich habe da auch gerade Geräusche gehört. Ich glaube, da schwimmt was im Wasser, oder? Ja, tatsächlich. Stego ist das. Was macht der hier im Wasser? Bin halt satt, ne? Ich werde den nicht töten. Hallo. Was machst denn du hier im Wasser? Na, wobei, für meine Diät wäre das schon nicht schlecht. Ich glaube, der will sich umbringen, oder? Oh ja, okay. Deswegen ist er im Wasser. Jetzt wissen wir es. Der hat uns auch erwischt. Ja, was machst du jetzt? Du wirst halt ertrinken, mein Kleiner. Es tut mir leid. Gucken, wie lange seine Ausdauer reicht. Schwimm, mein Kleiner. Du kannst es schaffen. Ey, der hält schon echt lange durch. Jetzt hätte ich nicht gedacht, dass er so lange schwimmen kann. Ich hoffe, er schafft es bis zum anderen Ufer. Aber selbst wenn, der Zerate wird wahrscheinlich am Land einfach folgen. Ich glaube nicht, dass er ihn jetzt in Ruhe lässt. Ich muss aber auch immer noch mal ab und zu gucken unter Wasser, dass hier nicht noch ein größerer Dino kommt. Da habe ich halt echt Schiss vor. Schwimmen, Kleiner. Los, du hast es fast geschafft bis ans Ufer. Ey, das ist so krass. Der ist einmal komplett durch den See geschwommen. Damit habe ich nicht gerechnet. Da wartet sogar ein Dibbel auf ihn. Ich hoffe, der beschützt den. Nicht, dass er ihn jetzt angreift. Oh, da ist der Cerato. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Warum geht der Dibbel weg?
Aber es tut mir so leid, ich kann dir nicht helfen, mein Kleiner. Wenn ich größer wäre, könnte ich ihn ins Wasser ziehen, aber nicht so. Ich habe hier auch leider gerade keine größeren Dinos, die ich anschreiben könnte. Oh Mann, ey. Oh, der ist jetzt aber da hinten abgelenkt. Der kämpft gegen irgendwas anderes. Geh jetzt an Land. Los. Jetzt ist deine Chance. Hier, komm. Hier, geh an Land. Komm. Jetzt. Du schaffst es, Stego. Komm, geh an Land. Guck nochmal schnell unter Wasser. Nee, ist alles gut. Keine Crocs. Gut, kleiner Stego, gut. Lauf, mein Kleiner, lauf. Du hast es geschafft. Stolz auf dich. Ja, ich glaube, die kämpfen jetzt hier gerade gegeneinander. Oh nein, ich erschreie. Ja, hier vorne ist mein Stego-Freund. Der musste wieder ins Wasser flüchten. Ah, der trinkt gerade. Zum Glück sind hier gerade keine anderen Dinos. Weil die hätten den instant weggesnackt. Ich meine, ich könnte ihn auch gebrauchen für meine Diät, aber ich habe so wenig Platz im Magen. Das lohnt sich nicht. Außerdem habe ich ihn lieb. Oh, da kommt der Cerato. Oh nein. Ja, er ist richtig sauer. Schwimm, mein Kleiner. Genau, auf die andere Seite, das ist gut. Ich habe jetzt einen passenden Namen für dich, mein Kleiner. Du heißt ab jetzt Dampfer. Sind das nicht diese Schiffe, die super langsam fahren? Er ist ja quasi auch wie so ein langsames Schiff. Aber er geht nicht unter. Sehr zuverlässig. Los, Dampfer, du schaffst es. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht schon wieder. Muss halt echt immer die Augen offen halten. Hier könnte halt überall ein anderer Dino sein. Die sind halt einfach die größte Gefahr. Ihr habt sie ja im letzten Video gesehen. So, wo ist Dampfer hin? Wahrscheinlich in die Büsche gerannt. Leb wohl, Dampfer. Ich hoffe, du hast es überlebt. War eine schöne, kurze Zeit mit dir. Ich schwimme jetzt wieder zurück an meinen Ort zum Wachsen. Oh. Ein Bipi. Oh, der Fisch ist schon leer. Na, du Kleiner. Das sieht immer so lustig aus, wenn die schwimmen. Die sind so unfassbar schnell. Über uns ist ein anderer Dino. Das ist nicht gut. Ja, versuche ich mal eben unterirdisch woanders hinzuschwimmen. Weil hier möchte ich jetzt nicht auftauchen. Wo kommen denn jetzt die ganzen Dinos her? Über mir ist schon wieder einer. Da ist der Dino, aber der ist gar nicht so groß, oder? Ich hoffe, der ist friedlich. Wir dürfen jetzt keine Schwäche zeigen. Ich will nicht das Wasser verlassen müssen. Ich schreibe mal in den Chat.
kommt halt auf mich zu. Die sind zu zweit, die sind zu zweit. Wir gehen aus dem Wasser raus. Oh nein. Es ist wieder so weit, Leute. Oh nein, ich bin am Baum hingeblieben. Ach komm, ey, immer das Gleiche. Oh Mann, ey. Ja, ich hätte direkt flüchten müssen. Ich hätte nicht warten dürfen, bis der Große kommt. Aber man kann denen einfach nicht vertrauen, ey. Ja, ich habe natürlich nochmal einen Versuch gestartet und wachse jetzt hier gerade vor mich hin. Schön getarnt in meinem Baumstamm. Schweif guckt zwar hinten raus, sieht aber aus wie ein Ast. So lässt sich es auf jeden Fall aushalten. Ich muss aber gleich eine meiner Diäten wieder auffüllen und da vorne liegt das S, das würde ich halt gerne einsammeln, aber ich glaube, da sind auch noch, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, da sind noch zwei Ceratus. Ich glaube, die gehen jetzt weiter vom Sound her. Das ist aber auch restlos alles aufgegessen. Schade, schade. Ihm nichts übergelassen. Sehr, sehr traurig. Da muss ich mich wohl doch wieder mit Fischen begnügen. Oh, da ist ein Kanu. Ah, das ist eh noch zu groß für mich. Wobei ich mittlerweile fast wieder eine Tonne wiege. Also so klein bin ich gar nicht mehr. Ja, 30%. Fast eine Tonne schwer. Aber so ein Kanu ist noch zu viel für mich. Ich glaube, wenn er eventuell ins Wasser fällt, dann wird es vielleicht gehen. Weil ich glaube, mittlerweile ist es so, dass wenn man irgendwelche Ziele im Wasser halt trifft, dass man mehr tragen kann. Ja, direkt vor mir trinkt ein Dibbel. Oh, der ist halt viel zu groß für mich, leider. Schade, dass da kein Baby bei ist oder sowas. Ein Baby könnte ich nämlich ins Wasser ziehen, aber der ist zu schwer. Oh, der ist ein bisschen kleiner. Meint ihr, das geht? Ah, der hat mich leider gesehen. Schade, schade. Das Wasser ist halt so unfassbar durchsichtig. Ich weiß halt nicht, wie gut die mich erkennen können, wenn ich so aus einem Winkel angeschwommen komme. Muss ich halt noch ein bisschen üben hier in dem See. Das ist echt schwierig hier zu jagen. Ach, guck mal, die schwimmen auch rüber. Ich weiß halt nicht, ob ich in so einem Moment zuschlagen könnte. Ah, die haben auch ein Baby dabei, guck mal. Oh nein. Oh Gott, wie sauer die sind. Oh, die sind richtig sauer. Ich habe auch daneben geschnappt. Okay. Das ist schon mal schief gegangen. Erstmal weg hier. Kommt direkt bei mir einer trinken. Da ist auch ein Baby bei. Also eventuell können wir gleich zuschlagen, wenn der Größere da ein bisschen weg ist. Ich kann es jetzt nicht nochmal riskieren, da ein paar Hits zu kassieren. Nachher sterbe ich noch. Das Risiko können wir auf keinen Fall eingehen. Erst wenn der Große weg ist, kann ich zuschlagen. Bleibt direkt an jedem stehen, natürlich. Bis trotzdem. Nein! Es hat nicht geklappt. Oh, mein Dash hat nicht funktioniert. Irgendwie bin ich blöd aus dem Wasser gekommen. Oh, ich bin aber auch nicht mehr in Übung mit dem Dino. Mann, Mann, Mann. Ich darf jetzt nicht zu nah rangehen. Oh, ich glaube, die gehen jetzt trinken. Jetzt versuchen. Ich versuche aus der Tiefe zu kommen. Kann ich die von hier erkennen? Da oben sind die.
bin gestunt. Oh Gott, ich konnte mich gar nicht bewegen. Oh, der war aber zu schwer für mich. Ah, Mist. Das war leider keiner von den ganz Kleinen. Schade, schade. Ich war dann kurz gestunt, weil der Grab nicht funktioniert hat. Also ich konnte mich kurz nicht bewegen. Echt gruselig. Aua. Die haben aber auch eine Reichweite, ne? Das ist Wahnsinn. Dass er mich da noch erwischt. Guck mal, wie verrückt er ist. Der hat richtig Bock. Was will der denn immer von mir? So eine Sau, ey. Aus dem Nichts, ey. Aber warum schwimmt der jetzt so komisch? Hä? Es hat voll geleckt. What the hell? Okay. Das war ein sehr, sehr komischer Kampf. Ach man, ey. In dem See ist es halt wirklich schlimm. Da muss man halt wirklich irgendwie zu zweit oder zu dritt oder sowas reingehen. Und dann einfach in Ruhe wachsen erstmal. Und dann, wenn man größer ist, alle anderen Dinos töten. Damit man einfach das Revier für sich hat. Vielleicht, wenn ich dann nochmal hingehe, schnappe ich mir mal noch irgendwie einen anderen Spieler oder sowas. Und dann zu zweit geht das sicherlich ein bisschen besser als jetzt so alleine. Es war hoffentlich trotzdem eine sehr unterhaltsame Folge für euch. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, welche Spezies ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.